Hoffentlich hat Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Ranrock und dem letzten Behältnis erfahren. Laut der Eule, die ich erhalten habe, bewegt sich Ranrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat. Professor, Sie haben eine Eule erhalten. Ranrock hat das letzte von Bragbors Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Bei Godric's Herz. Lodgok und Ranrock waren Brüder. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. Ranrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Ranrock hat Bragbors Tagebücher und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Wir haben Bragbors Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Ich weiß es leider nicht. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich fürchte, Sie haben recht. Die Lage könnte besser sein, aber wir können nicht warten. Ich frage Professor Rackham, wie wir weiter vorgehen sollen. Gemessen an den Erinnerungen, die er gesehen hat, denke ich, dass unser junger Freund sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakar trifft Sie bei seinem Denkarium. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Wie schön, Sie zu sehen! Ist irgendwas mächtiger als die dunklen Künste? Vermutlich. Das sollte ich untersuchen. Rookwood verlieren nicht so leicht. Revelio.
Was haben Sie jetzt? Das sind Sie ja. Ich habe gute Nachrichten. Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass Sie anscheinend die Hüter nicht mehr für Informationen aufspüren müssen. Hier könnte ein wenig gestutzt werden. Schauen wir uns um. Bombarder! Incendium! Ist das ein... In der Tat! Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Sieht wie ein Grabhorn aus. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie den weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham also, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Wenn es sein muss, werde ich es tun. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Professor Rackham stellte klar, dass Sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf Sie warten. Rebellion. Sieht interessant. Halte stets ein Auge auf deine Wehrsache. Ein Astronomiealtar. Ich sollte ihn bei Nacht nutzen können. Ja, hier muss es sein. Also gut, Lord der Küste. Zeige dich. Ganz schön.
gefährlich. Normal. Deine Hilfe. Zur Eile, mein Schatz. Schneller! Wilderer. Mal sehen, wie es dem Lord der Küste gefällt, dass jemand in seine Gegend eindringt. Diesen geklappten Kobold, den will ich wieder haben. Wird den Lord der Küste nicht aufhalten. Verschwinde. Das bereuen. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Wir überqueren diese Brücke, ob ihr wollt oder nicht. Verschwindet! Meine, du bist das! Hast du es erlöst?
Revelio. Professor Rackham hatte recht damit, Ihnen zu vertrauen. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die Sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Revelio. Hallo? Isidora? Isidora? Ach, Mr. Morgenhack, ich... Sam, gut, dass Sie da sind. Isidora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater. Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isidora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Wir brauchen die anderen. Wir müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Was haben Sie getan? Tief einatmen. Schüler, Isidora? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz. Ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leiden. Nie mehr. Weder mein Vater, noch meine Schüler. Niemand. Isidora, runter mit dem Zauberstab. Professor, Sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich Sie nicht. Expelliarmus! Kedavra!
Sie lebt. Revelio. Die Höhlen unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora gekämpft haben. Befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis noch vor Ranrock erreichen. Das haben und das werden sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen sie aus den 4 Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Ranrock. Wenn er, wie Sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab sofort herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Ranrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Ranrock wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja, Professor. Bis dann.